Wie passend. Wo war denn jetzt der Haupteingang? So, wenn ich das jetzt noch wüsste. Warte mal, guck mal gerade auf der Karte. Grab mal von Seemenschkare. Dann gehen wir da noch mal hin. Drüben. Gut, dann müssen wir das nochmal mit dem Rumgehüppe da machen, aber das war ja jetzt nicht so tragisch. Das kriegen wir hin. Ja, schade. Shit. Na gut. So, da sind wir auch schon. Hepp. Oh, warte mal, hier haben wir auch noch nicht gelesen. Gewarnt seien alle, die diesen Ort betreten, denn hier liegt Seemenschkare, lebendig sind die Erscheinungen des Reh. Oh ja. So, und eine. So, wir waren das hier einfach erstmal geradeaus und bla bla. Darunter können wir dann eigentlich, aber wir gehen das jetzt mal hier kurz hier oben lang. Vielleicht gibt es ja hier oben noch was zu holen. Ja, einmal bin dann hier. Noch offener kann man hier keine, die Schatzkiste nicht lassen, oder? Wo müssen wir hin? Ich will mal da lang. Da lang? Hier sind die tollen Schätzeleins. Jetzt werden wir wahrscheinlich hops gehen. Sind wir hier richtig? Ja, ne? Ich glaube. Jawohl, ja. Sehr schön. Okay. Wo fing's denn an? Da war doch irgendwo eine Treppe. Eine Treppe. Guck mal, wir können doch auch hier hoch, oder? Können wir nicht hier hoch? Können wir nicht hier hoch? Nee. Okay, wir müssen die komplette Tour machen. Alles klar. Dann ist das so. Yep. So, und schon sind wir wieder bei der Steintafel. Wieso? Hier ist doch keiner mehr. Dass wir nicht wieder in den Ausgang rausgehen. Sondern hier durch den schmalen Spalt. Genau.
kapiere den antiken Mechanismus. Das hatten wir das schon mal. Das ist wieder so ein Ding hier. Das ist wieder so ein Teil hier. Sehr schön. Ich muss mal gucken, wo und wie. Ach komm, was haben wir zu verlieren? Hier gibt es nämlich noch was abzusahnen. Zap, zap, zap. Üben wir auch noch eins. Nö. Hier noch irgendwas. Kannst du mal da? Kannst du mal? Danke. So. Bevor ich das jetzt aber aktiviere, will ich mal gucken. Weil ich glaube nämlich, zum Aktivieren braucht man hier diese Steinchen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die ganzen Steinchen dafür zu verballern jetzt schon. Weil ich nämlich, ja, man braucht die halt für was anderes auch noch. Und nicht, dass ich dann dafür dann später keine mehr hab, weil ich euch hier alles gezeigt habe. Ach, egal. Wir werden ja wohl hoffentlich genug von den Dingern hier umliegen haben. Platziere 5 der... Ja gut, 5 geht. So viel findest du ja allein hier schon. Das ist okay. Neuübertragung. Segment 4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezembers 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezembers 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezembers 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann, mit Anbruch des 22. Dezember 2012, wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Also wenn ich das jetzt als Bayek hören würde, 22. Dezember 2012, zwei davon verstehst du nun in diesem Zustand, würde ich hier in dem Grab mal meinen Verstand lassen, glaube ich. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variationen. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer. Wieder. Wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden.
Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr in einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es. Vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat. Ulala. Ganz schön philosophisch hier der ganze Krempel. Aber ich find's absolut geil. Oh, da liegt doch so ein Ding. Nun dann. Draußen hat's eben auch noch geleuchtet, aber ich glaube, das war... ja. So, und jetzt müssen wir hier wieder drauf, um hier rauszukommen, gell? Ja. Heiliger Bimbam. Tut mir leid, Reh. Aber ich brauche Felle und Leder. Gut. War jetzt hier nicht noch ein... Ja, hier drüben. Hier drüben war noch so ein goldenes Frage. Ich finde das absolut faszinierend hier gerade, was hier mit uns passiert. Absolut genial. So, wir wollten ja dann eh hier rüber, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut, wir wollten hier noch den Dings holen. Ja, machen wir eine Rundreise. Aber jetzt bin ich hier angefixt von den goldenen Fragezeichen. Und das hier jetzt nur direkt neben dran ist, macht mein Adler wieder. Okay. Cool. Ein Flamingo. Ja, komm, gehen wir mal schwimmen. Ist doch hier so ein Ptolemäerschiff, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, klar. Kommt mal her, ihr zwei. Dürft ihr kurz mitfahren, bitte? Guck, guck. Opa. Boot. Die paar Meter noch hier. Das wollen wir jetzt mal so richtig schön schrotten. Und dann sagen wir, die waren's. So. Nomos Vabui. Vabui. Da ist wieder ein Steinkreis. Jawohl. Sehr schön. Nummer 7 von 12. Shonzu. Wie Shonzu? Okay, der war flach. Das ist das Haus von Nikolaus. Und nebenan vom Weihnachtsmann.
Und auf die Suche gehen, wo das Häuschen hier passen könnte. Das ist die Waage, genannt Honsu. Wenn wir sterben, wiegt die Göttin Ma'at unsere Herzen darauf mit ihrer weißen Feder auf. Ich erinnere mich. Wenn unsere Herzen rein und leicht sind, wandeln wir im Gefilde der Binsen. Honsu, die Waage. Sehr schön. Da liegt wieder das Steinchen. So. Prima. Ich hab echt gedacht, wir hätten mehr Probleme mit diesen Steinkreisen, die zu finden, aber das ist ja relativ easy. So, dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal die 7 Bauern Nebenquest und machen mal Schnellreise hierhin. Sehr cool gemacht. Nee, ich brauche das Questlog jetzt nicht öffnen, weil wir kriegen ja jetzt gleich eine. Da können wir ja auch die erstmal machen, oder? Die Banditen werden bald wieder hier sein, Brüder. Wir gehen in das letzte Gefecht. Ist das die Jeska? Nee. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Magi. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Magi. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Machen wir. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen, dann Hyänen oder andere Tiere. Rese, dann weiß ich, einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er 3 Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Wir können gerne tauschen. Warte mal, ich will noch hier den Krempel einsammeln. Dann können wir gerne weiter. Gut, los geht das. Hast du das gesehen, in der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Oh ja, da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Hier waren wir doch schon mal, oder? Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Warte mal, ich mach mal ein bisschen Licht an. Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück.
Bei den Göttern. Das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben. Waren wir schon hier bei dem Zeichen? Ja, Horus, ja, okay. Das kennen wir schon. Okay, so. Genug getrödelt. Wir müssen planen, wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai. Aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Nö. Bayek! Was? Du bist doch kein Adler! Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich. Verrückt ist mein zweiter Vorname. Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder Hoffnung. Also, wo waren wir? So. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Hey, was? Ach, hier. Damit? Ja, aber wohin? Mit dir haben wir eine Chance. Die Banditen sind Dämonen. Mal verteilen so, oder? Was immer auch passiert. Stell mal hier einen hin. Der dann wegkullert. Hier vielleicht. Ah, komm, das schaffen wir auch ohne Feuer. Magi, wir können dir gar nicht genug dafür danken. Noch ist ja noch gar nichts passiert. Ich dachte schon, wir mit der Ruhe sterben. Doch jetzt, ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Gut, dann warten wir. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Ich bring dich um! Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten! Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken! Wo ist die Frau? Gebt uns den Bogen! Vielleicht lassen wir euch leben, vielleicht auch nicht. Kannst du jetzt mal zustechen? Dankeschön. Willst du wohl? Ja, wo wolltest du jetzt hin? Alter!